Hallo Leute und willkommen zurück zu The Walking Dead der zweiten Staffel. Ja, wir sind mit Clementine immer noch im Badezimmer und wurden hier ja fast entdeckt. Hier kam gerade die Frau, die ist schwanger und die hatte ja irgendwie voll Sorge, dass das Kind irgendwie, ja, dass das Kind hoffentlich gesund ist, aber vor allem irgendwie hat sie ja gesagt, hoffentlich ist es seins. Sie ist sich also gar nicht sicher. Ich gehe jetzt nochmal zurück in den anderen Raum, wenn ich kann. Weil ich nochmal versuchen wollte, den verschlossenen Schrank hier an dieser Stelle, und ich hoffe, die ist jetzt nicht da drin, ne? Dass ich den Schrank nochmal aufmache oder es versuche mit meinen Werkzeugen. Das habe ich nicht ausprobiert. Gott, ist sie da drin? Nee. Puh. Okay, dann... Ach, den kann ich jetzt gar nicht mehr benutzen? Oder was? Ich dachte, ich könnte den hier eigentlich nochmal... Ja gut, dann nicht. Dann nicht. Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch das letzte Zimmer, aber ich wette, dass da die Sarah drinne sitzt. Übrigens, auch das probiere ich jetzt nochmal eben aus. Oh, die Treppe knarzt so. Shit. Gott, ich habe immer so Schiss, dass wir erwischt werden. Ich habe jetzt den Dreh rausbekommen, wie man das hier an der Tür macht. Das wollte ich nochmal eben ausprobieren. Für euch. Ich habe das jetzt schon dreimal gemacht, aber piep. Aber ich mache es jetzt nochmal. Einfach nur länger gedrückt halten. Dann nach oben. Yeah, I know. It sounds... Nochmal vorsichtig. She's in the shed. She's not gonna hurt anyone. We'll just see what's what. Okay. Ja, also die sind da gerade in hitzigen Diskussionen natürlich über uns, über Clementine. Weil sie hier aufgetaucht ist und zuletzt meinten die halt auch, ja, aber warum hast du das gleich mit der Waffe gemacht? Und ja, die reden halt über uns. War ja klar. Viel kann ich da jetzt nicht erlauschen, weil, ja, dann der rote Bereich immer kommt und ich krieg sowieso jedes Mal immer Panik, dass sie mich entdecken. Ich werde jetzt mal den Raum ausprobieren, denn ich denke, das soll man auch. Also machen wir das mal. Oh oh, war ja so klar. You're not supposed to be in here. Sei ganz ruhig, okay, erzähl's niemanden. Kannst du mir helfen? Hi. Can you please help me? I'm not supposed to talk to you. My dad can't know. Was liest du? Warum? Was macht er dann? Hilf, ja. Why? What will he do? Get mad at me. What does he do when he gets mad? He gets angry and he says he's disappointed in me. And then he just loves me and wants me to be safe. That's it? Nothing else? Yeah. And it's the worst. What happened to you? A dog bit me. Sounds scary. I bet it hurts. Soll ich dir die Wunde zeigen? Deinem Papa war es egal. Ich könnte sterben. I could die if I don't take care of it. Do you understand? I just need something to clean it with. I bet it would be with the rest of your medical supplies. Yeah, it is. I'll help you. Good. Thank you. I'm Sarah. Ich bin Clementine. I'm Clementine. We're friends. Right? We can be best friends. I haven't met another girl my age since way before. Wir haben uns gerade erst getroffen. Wir sind nicht im gleichen Alter. She's old, and that's it. And if her baby is a girl, it'll be forever before she's old enough to like be my friend. And then I'll be super old. We just met. We're not friends, but we could be. It's hard to have friends you can trust. Which is why we should be. Come on, please. I'm worried about saying I'll be your friend and then having to do something not friendly.
please? Nein, tut mir leid. Okay, Freunde, fein, aber ich hab dich gewarnt. Fine, but I warned you. Friends. A pinky swears forever. I'll see if I can find the stuff my dad uses when I get a gun. Let me look around. I think this is it. That'll work. You can't do it here, though. Someone will find you. Don't worry. I won't. Uh-oh. Okay, wir haben, was wir wollten. Thanks, Sarah. Okay, I better get somewhere safer to do this. Vielleicht wieder in die Dusche? Oder nach unten? Soll ich das denn hier machen jetzt oder wo? In dem Schrank? Hier ist ja gar nichts, hier soll ich nicht hin. Nee, komm, ich hau ab, wenn ich kann. Ich kann, dann hau ich wieder ab. Probieren wir das mal aus, abzuhauen, was dann passiert. Ich weiß es nicht. Vielleicht soll ich auch nicht abhauen. Ich habe gerade keine Ahnung. Aber eigentlich will ich weg hier. So, jetzt kann sich Clementine endlich darum kümmern. Und wir haben Sarah kennengelernt, die sofort unsere Freundin sein wollte, was ein bisschen komisch war, aber naja, mein Gott, wir haben, was wir wollten. Ich hoffe nur, das hat jetzt nicht wieder 1000 schlechte Nebenwirkungen, dass sie gesagt hat, dass sie Freunde sind mit ihrem Finger versprechen. Naja, wird bestimmt darauf hinauslaufen, dass wir wieder 10 verschiedene schwierige Entscheidungen treffen müssen. So, jetzt aber die Wunde, die einfach das Wichtigste ist. Das wird echt wehtun. Viel Spaß, Clementine. Die wird schreien. Boah, mitten in die offene Wunde rein. Ich weiß nicht recht. Kannst du das nicht erstmal abtupfen? Oh. Oh. Oh, schon beim Zusehen tut das weh. I'm good. I'm fine. Oh, das muss so brennen. Now the fun part. Oh. Eigentlich müsste das ja auch desinfiziert werden. Naja. Just like last time. Just how Crystal showed me. Oh, die Arme. Gib mir Mühe, aber irgendwie... geht es wieder nicht. Ah, endlich. Auch wenn es so scheiße wehtut. Die Arme. Oh, es tut ihr so weh. Oh.
Das selber zu machen, ist das Schlimmste auch noch dabei. Aber ohne das ist das einfach zu risikoreich. Arme Clementine. Kann ihre Schmerzensschrei kaum ertragen. Tapferes Kind, ganz ehrlich. Und klug. So. Das Schlimmste hat sie hinter sich. Ah, jetzt ist das Ding auch noch in Dreck gefallen. Oh nein. Scheiße. Nein. Nein, lass los. Nein. Oh Gott, stirb. Komm schon. Nein. Na komm. Was soll ich machen? Oh nein. Oh, fuck. Oh, das war so mies. Ich hätte nur im letzten Moment nach rechts nochmal da was nehmen sollen, aber zu spät. Es geht so schnell. Oh, jetzt alles nochmal. Und jetzt schnell nach rechts. Nimm. Auf einmal ist er da. Holy shit. What the? How the hell did it get in here? Darf ich jetzt bitte reinkommen? Bist du glücklich? I'm still not bitten. I never was. And you left me out here to die. You patched yourself up? Where'd you get that stuff? Did she steal from us? This doesn't change a thing. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe mir keine Wahl gelassen. Says the man not carrying a baby. Enough already. Guys, please. You left me no choice. You could have just left. Relax, Rebecca. Bring her in, and I'll take a look at her arm. Damn lurkers sneaking around out here. We better get inside. You hungry? Puh. Und immer noch nicht gebissen.
cooler Satz. This might hurt a little. Ow. How's she look? Her suturing skills need some work, but otherwise, I say she should be fine. So, it wasn't a lurker bite? If it was, the fever would have already set in, and her temperature would be through the roof. Wie ihr Blick ist. I wish you wouldn't have done what you did. Ich habe nichts gemacht. Wovon redest du? What do you mean? You manipulated my daughter. I asked for her help. She's not someone you can just ask for help. I'll give you the benefit of the doubt, but there are a few things you need to know about my daughter. Okay. She isn't like you. You may not get that initially, but once you're around her for a while, you'll understand. If she knew how bad the world is, what it's really like out there, she would cease to function. She's my little girl. She's all I have left, and I would ask that you stay away from her. Sie muss irgendwann erwachsen werden. Musst mir nicht drohen. I'm sorry. I didn't know. It's okay. You're forgiven. Just don't make any more mistakes. Hey, brought you some food if you're hungry. Endlich was zu essen für Clementine. Ach, da vergisst man doch alles. One hell of a scar. Stört mich nicht. Besser als ihn zu verlieren. It doesn't bother me. I can live with it. Wow. Nice. Hey, look. I just want to say I'm sorry for being a dick out there. I got kind of aggro, and that was definitely not cool. Nick's been known to go off every once in a while. Don't hold it against him. Yeah, I guess we all have our moments. Ist schon okay, Entschuldigung. You definitely had one out there. You were just protecting your friends. I get it. Well, I didn't mean to be so harsh. I just... we had a bad experience once. Du hast trotzdem übertrieben. Was ist passiert? Wir hatten alle schlimme Erfahrungen. What happened? Nick lost his mom. We took care of someone who got bit. It was my fault. It was no one's fault. We thought we could control it, but we couldn't. And then she turned, and his mom was standing right there, and she got attacked. And there was nothing we could do about it. Anyway, hopefully you understand. Schätze schon. Ja, das tue ich. Jedem seinen, ja. Yeah, I guess so. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? Ich weiß nicht, vielleicht hier bleiben. Ich denke darüber nach, weiterzuziehen. I'm thinking about moving on. Well, you're welcome to stay here if you want. You can let yourself heal up. Take some time to sort things out. Do you think everyone else will be okay with it? They'll just have to deal with it. So, what happened to your parents? If you don't mind me asking. I mean, I assume what happened to them is what happened to just about everyone's parents. You're just so young. Spielt es eine Rolle, sind gestorben. On your own for so long, but maybe you did. Other people took care of me, if that's what you're asking. I was just curious on how you made it this far. I just tried to stay with good people and not do anything dumb. Hey, I'm sorry.
I shouldn't have asked. Anfangs wurde ich mit dem Babysitter und ich habe versucht, meine Eltern zu finden. My parents went on vacation and left me with a babysitter. And they never came back. We went to Savannah to find them. But they were already dead. Wow. Well, I'm sorry to hear that. Ach ja, stimmt, die haben wir ja doch gesehen. Schließlich fand mich jemand einfach. This man found me and took care of me. We met up with other survivors and we all tried to make it. But it didn't work. His name was Lee. He taught me how to survive. He's the reason I keep my hair short. What happened to him? Ich rannte weg, ich habe ihn umgebracht. The same thing that happens to everyone, but he saved me first, lots of times. Well, sounds like he was a real good guy. Yeah, he was. I hate to interrupt, but I'm out there standing watch and I can't help but notice this place is lit up like a goddamn beacon in the middle of the woods. Yeah, it's time to turn in anyways. Now get your winks while you can, because we're going fishing at first light. A couple fresh brookies for dinner? Wouldn't that be nice? Lief ja eigentlich ganz gut. Oh, you're still here. Die mag uns ja nicht besonders. I wouldn't get comfortable if I were you. Von wem ist das Baby? Ich bin ein kleines Mädchen. Luke invited me to stay. Good for him, but that's not how things work around here. We make decisions as a group, and you're wearing out your welcome. You got what you came here for. Now go. Was hat die denn? Ich habe das übrigens vollkommen verpeilt gehabt, dass wir ja die Eltern am Ende gesehen hatten in der ersten Staffel. Ist natürlich völliger Blödsinn, dass ich dann am Anfang des Spiels sage, hey, wir wissen ja noch gar nicht, was mit den Eltern ist. Sorry dafür, ich habe das echt verplant, dass wir die ja gesehen hatten schon und sie halt gar keine Eltern mehr hatte. How you holding up? I heard you got an earful from Rebecca last night. Once she gets going, there's no bringing her back. Was ist ihr Problem? Her bark's worse than her. What's her problem? Yeah, she's got a lot on her mind lately. Bringing a baby into a world like this. How far are these fish traps? It ain't much further. Anyone teach you how to shoot? By that I mean taught proper. Ich mag Waffen nicht, mit einem Gewehr noch nicht. Any idiot with a finger can shoot. Yeah, but not a rifle. Well, that makes sense. Less kick. This thing would probably knock you on your ass. Nick was about your age, first time I took him hunting. Came across this beautiful 13-point buck just standing there on the ridgeline. The boy takes the rifle, he lines up the shot just like I taught him, and then I hear him start whining. He turns to me and he says, I can't do it. I can't shoot it, Uncle Pete. Oh, das ist Please traurig. Don't make me shoot it. Really? No way. Hey! Why didn't you wait? You want us standing around while you piss on a tree? You know where the river is, boy. Anyway, so I grab the gun out of his hand before the big buck runs off, when bang, the gun fires. Boy nearly gut shot me. And of course, the buck gets away. What are you going and telling her this shit for? Because you almost blew her face off yesterday. Seems relevant. Trying to let her know it's nothing personal with you. Why are you always giving me a hard time? Because you're always giving everyone else a hard time. I apologize already. She accepted. Okay, well, I didn't know that. Let's just get to the river. You're always trying to embarrass me. You're doing a good enough job of that on your own. Leaving us again. I know where the fucking river is. So anyway,
I found that buck later that season. Shot it right in the neck. Brought it up to my sister's figuring she'd want to freeze some of the meat. Nick didn't speak to me for weeks. Sometimes you gotta play a role. Even if it means people you love hate you for it. Das, so, du solltest ihm sagen, es ist ein Trottel, er hasst dich nicht. He doesn't hate you. Nick's father wasn't there much, and he was a piece of shit when he was. So it fell to me to keep him in line, raise him right. Meant I couldn't just be nice Uncle Pete. Uncle Pete! Nick! Jesus, Mary, and Joseph. Full of holes. Who do you think did this? Not sure yet, but it ain't your average gang of thugs, that much I know. Think about it. You're Carver, what do you do? Who's Carver? Check those guys there. Be careful. Some of them might still be moving. Okay. Leute, wir sehen uns im nächsten Part von The Walking Dead. Denn ich muss hier einen Cut machen. Der Part ist nämlich schon ziemlich lang geworden. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann.